Ich möchte in den Dienst, Frau Schröder. Dann müssen Sie mit einem der Chefärzte sprechen, dass Sie sich hier bewerben wollen. Wollen Sie mal kurz auf dem Bett hier Platz nehmen? Ich denke nur Pillen. Sie können auch stehen bleiben. Moment, ich habe nicht geduscht heute Morgen. Achso, ja, dann bleiben Sie stehen. Ich gucke kurz in Ihrer Akte nach. Hallo, Herr Detlef. Herr Smoker, wie geht's Ihnen? Ja, jetzt gut, wo ich erfahren habe, dass ich mit Ihnen gleich fahre, Dienst mache. Okay. So, ich gehe mal Ihre Dosis. Ja, danke schön. Bitte schön. Wo geht ihr denn zuerst hin, Herr Tetzler? Wo fahren wir hin? Na, was wollen Sie denn? Also, sind Sie jetzt Praktikant bei uns, oder? Ja, Hausmeister. Security. Hausmeister? Ich mache hier Security. Okay. Ja, klar, warum nicht? Ja, ja. Was? Oh, Frau Schröder. Ja, bitteschön. Dankeschön. 19,25 Milligramm. Ja. So, bitteschön. So. Haben Sie noch Wasser dabei? Ja. Trinken Sie langsam. Ja, ich schluck immer schnell. Habe ich wohl von meiner Frau. So, okay. Herr Tetzler, fangen Sie nicht wieder an. Frau Schröder, schönen Tag noch. Ja, ebenfalls, Herr Smoker. Okay, Herr Tetzler, grüßen Sie kommen Ihre Sie. Frau. Ja, mache ich. Kommen Sie, Herr Tetzler. Wohin denn? Was? Nee, der Herr Tetzler, den brauchen Sie. Tut mir leid, Herr Smoker, den können wir jetzt noch nicht mitnehmen. Ja, aber der hat jetzt einen Einsatz. Ja, weiß ich doch. Ja, aber ich fürchte, da kann er Sie nicht mitnehmen. Da müssen Sie erst mit einem der Chefärzte sprechen. Sind Sie kein Chefarzt? Nee, ich habe leider keine weiße Hose an. Wenn man eine weiße Hose hat, ist man Chefarzt. Naja, Arzt. Arzt. Okay. Also ja. Sie brauchen sich jetzt aber keine weiße Hose kaufen und dann sagen, Sie sind Arzt. Also so läuft das auch nicht. Ich weiß nicht, worauf es hinausläuft. Das war gar nicht, ich kenne Sie schon ein paar Tage, aber so läuft das hier nicht. Ich weise Ihnen einen Dispatch-Schuhe bewusst. Jetzt darf Sie kennen, Michu. Ja, also... Sie können sich gerne weiße Hose anziehen, aber Sie sind dann noch kein Arzt. Also. Ja, gut. Da ist der Sixpack. Ich glaube, wir verstehen uns. Ich hätte kein Problem, Sie als Praktikanten mitzunehmen, aber ich weiß nicht. Das muss ja vom Chef. Herr Tetzlaff. Erlaubt ja, Frau Schröder. Wir haben einen Einsatz. Ich bin unterwegs. Herr Smoker, wir hören uns und sehen uns. Ja, ist denn auch der Chef im Hallande? Momentan ist kein Chef am Lande, das heißt momentan kommandiere ich die Herren rum. Ja, das ist ja cool. Soll ich hier kehren draußen, Frau Schröder? Momentan müssen Sie nicht kehren. Wollen Sie nicht mal nach Ihrer schwangeren Frau gucken? Die ist bei Ihrer Mutter zu Besuch. Ach so, dann haben Sie jetzt Langeweile. Das habe ich so nicht ausgedrückt. Okay, ich muss noch mal einmal ganz kurz nach dem Patienten gucken. Ich marschiere mal weiter. Okay, viel Spaß. Tschüss, Frau Schröder. Tschüss. Der Tetzler, ey, unglaublich. Ja.